Was ist das Schlimmste, was den Aktienmärkten passieren kann? Die Antwort lautet schlicht und einfach, wenn Corona vorbei ist, denn dann gibt es keine Begründung mehr für die Notenbanken, massiv die Märkte mit Geld zu fluten. Und genau das ist heute so ein bisschen der Stimmungsverderber. Es ist nach wie vor relativ langweilig an den Märkten. Lasst uns da Klartexte sprechen, aber es gab eine Reaktion der Wall Street, zumindest auf eine Aussage von Robert Kaplan, Chef der Dallas Fed, der klar gesagt hat, ja, also wir müssen dann, wenn die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, dann müssen wir rechtzeitig signalisieren, dass wir da unsere ultralaxe Geldpolitik mal einstellen werden. Withdraw some accommodation as the pandemic ends, so Robert Kaplan von der Dallas Fed, der ist derzeit nicht stimmberechtigt, aber das sagte er nicht aus dem hohlen Bauch gewissermaßen. Er mache sich Sorgen über Exzesse und Ungleichgewichte. Aha, das ist erstaunlich. Also da ist zumindest einer innerhalb der Fed, der diese Exzesse auch nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern sie auch ausspricht. Andere werden das auch wissen innerhalb der Fed. Etwa Jerome Powell weiß das natürlich auch, aber er sagt es natürlich nicht. Und zu diesen Exzessen hat die Fed-Politik maßgeblich beigetragen. Wir sehen hier die Reaktion unten in der Grafik der US-Aktienmärkte. Alles nicht dramatisch, aber es ging schon ein bisschen nach unten, vor allem bei den Small Caps, bei den Werten des Russell 2000. Ja, wenn das der Fall ist, wenn Corona vorbei ist und die Amerikaner impfen ja wie die Weltmeister, da kann im Prinzip jeder bis Mai wahrscheinlich geimpft sein. Der will, all das bedeutet, dass die Wirtschaft sich langsam öffnet. Das passiert ja schon. Kalifornien hat angekündigt, so ziemlich alles wieder zu öffnen. Andere Bundesstaaten sind in den USA geöffnet. Nur wir sitzen glorreich im Lockdown. Aber es ist natürlich so, die Wirtschaft ist aus Sicht der Fed der Aktienmarkt. Gar keine Frage. Deswegen hat die Fed ja interveniert damals im März, als die Märkte so abpfiffen. Nach unten stürzten, da hat sich die Fed gesagt, oh, was passiert denn da mit dem Volksvermögen, mit den ganzen Pensionen, die hier teilweise eben und nicht unerheblich in den USA am Aktienmarkt hängen, da müssen wir was tun, auch dass uns die Kreditmärkte nicht in die Luft fliegen und man muss sich natürlich schon mal, und das gilt vor allem für diejenigen, die sagen, Stocks only go up, die Frage stellen, wo wären denn die Aktienmärkte ohne die Fed, ohne diese permanente Gelddruckerei, aber diese Gelddruckerei wird absehbar eben enden, wenn die Pandemie endet, so viel scheint relativ klar, denn irgendwann ist auch diese Geschichte vorbei. Kaplan hat nochmal gesagt, ja, Mutationen, das macht mir Sorgen. Vielleicht haben wir dann die Situation, dass wieder ein Impfstoff nachentwickelt werden muss für eine Mutation. Aber es wird eben nicht mehr so sein, wie es vielleicht in Europa jetzt derzeit ist, dass wir im totalen Lockdown sitzen. So zumindest die nachvollziehbare Prognose derzeit. Schauen wir uns mal an, welche Exzesse die Fed geschaffen hat. Wir haben jetzt im Prinzip die laxesten Finanzkonditionen ever hier sichtbar im Bloomberg United States Financial Conditions Index. Also da fließt Kreditvergabe mit ein. Wie schaut es damit aus? Wie schaut es mit den Aktienmärkten aus? Wie schaut es aus mit etwa Junk-Bond-Renditen, also den Renditen für Unternehmensanleihen eher bescheidener Bonität? Und da kann sich ja keiner beschweren. Ultralax der Geldflutung sei Dank. Wie schaut es aus mit der Equity Allocation der US-Haushalte? Was haben die also in den Aktienmärkten investiert? Neues Allzeithoch, das wir hier gemacht haben. Wäre das ohne die Unterstützung der Fed passiert? Ohne die Sicherheit? Ja, da haben wir doch da ein schönes Auffangnetz. Da werden wir uns rein investieren. Das waren ja schon die Robin Hooder, die ab März 2020 hier sich gesagt haben, die Fed wird uns retten. Da waren sie schlauer als die Institutionellen. Schauen wir uns mal an, was die Unternehmen aber machen in den USA. Hier sehen wir mal, wohin das Geld geflossen ist. Was haben eigentlich die S&P 500 Unternehmen ausgegeben? Hier sehen wir vor allem eigene Aktien zurückgekauft, vor allem Dividenden ausgeschüttet, ein bisschen CapEx, ein bisschen, Investitionen in die Zukunft betrieben und Akquisitionen auch ein bisschen, aber vorwiegend eben, man hat die eigenen Aktien zurückgekauft. Das sorgt natürlich für immense Produktivitätssprünge. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Produktivität insgesamt so niedrig ist, wenn die Firmen eben mit dieser Liquidität nichts anderes tun, als eigene Aktien vom Markt wegzukaufen, dadurch das Angebot zu verknappen. Macht Sinn aus Sicht der Manager, die da teilweise ja persönlich auch profitieren, weil ihre Vergütung eben am Aktienkurs hängt und eben auch Dividenden zu erhöhen.
Naja, das ist natürlich eine falsche Allokation, volkswirtschaftlich gesehen, aus Sicht der Betroffenen eine richtige, denn es geht in die eigene Tasche, kann man sich nicht beschweren. Wir sehen insgesamt jetzt übergeordnet eine extreme Überkauftheit nach wie vor beim S&P 500, jetzt auf größerer Zeitebene. Größte Überkauftheit seit Februar 2017, zumindest anhand des 50-Tages Moving Average Spreads. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite, um jetzt nicht wieder zu bärisch hier zu erscheinen, meine Damen und Herren, ich ja als konvertierter Bulle bin da ja immer im Verdacht, sozusagen wieder in alte Muster zurückzufallen. Hier sehen wir, dass allerdings die Optionsmärkte relativ pessimistisch sind. Hier haben wir relativ hohe Put-Positionen in den verschiedenen Sektoren, S&P 500, QQQ, also Nasdaq ETF, da ist nicht diese Euphorie erkennbar, aber das sind vielleicht Absicherungen, denn die Märkte sind ja, wie es manch einer sagt, so ein bisschen gestiegen. Sie sind gestiegen vorwiegend wegen der Fed. Hier kommen wir nochmal auf dieses Thema Fed zurück. Die sehr empfehlenswerte, falls Sie die nicht kennen, hier in Deutschland vor allem Finanz und Wirtschaft, eine Schweizer Wirtschaftszeitung von allererster Güte, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil sie wirklich mal einen anderen Blick hat auch auf die Dinge. Ähnlich wie die Neue Zürcher Zeitung, bei der man teilweise mehr über Deutschland erfährt als aus den deutschen Zeitungen, weil wir irgendwie so in unserem eigenen Saft sitzen. Hier hat eine amerikanische Politologin untersucht, wie es eigentlich ausschaut mit dieser Fed-Politik. Die Fed glaubt ja allen Ernstes, die Politik, die sie mache, die komme allen zugute in irgendeiner Form, denn da sind dann Kredite leichter zu bekommen, dann bekommt man eher Jobs, weil die Firmen dann eben vermeintlich investieren. Wir haben gerade gesehen, das ist nicht der Fall. Wir sehen also, dass die Fed da, und das sagt Jerome Powell ja immer, ja, wir helfen doch den Leuten und wir sind da so ganz besonders auf der Seite der Geringverdiener und so weiter und so fort. Aber die Politologin Karen Petrou hat hier gezeigt, dass das ein ziemliches Missverständnis ist. Die Fed sieht die Daten falsch, beziehungsweise ist irgendwie zu theoretisch, zu akademisch in der Untersuchung der Daten, die ihr vorliegen, und kommt daher zu falschen Schlüssen, weil sie zu weit von der Realität entfernt ist. Und hier sieht sie zum Beispiel eben nicht wirklich die Not an der Basis. Sie überschätzt letztendlich die Dinge, ihre Wirkungskraft vor allem überschätzt sie, und sie übersieht, dass eben vor allem das Geld in die Aktienmärkte fließt und nicht in die Realwirtschaft. Das ist doch genau der Punkt, der hier das große Thema ist. Es besteht diese Fehlallokation vom Kapital, weil die Fed diese Fehlanreize gibt. Die Leute machen sich reich, diejenigen, die es können, die Aktien haben oder in den Unternehmen sitzen und sie ihre Vergütung am Aktienkurs gekoppelt sehen, die machen sich reich. Für die anderen bringt das relativ wenig. Das ist genau das große Problem. Und hier sagt Petrou auch weiter, das hat sich alles als falsch erwiesen. Die unteren Einkommensschichten, also mindestens die Hälfte der Bevölkerung, hat davon nichts. Die Fed ignoriert die Realität. Sie übersieht, dass sie letztendlich mit dieser Nullzinspolitik ja jedes Sparen unmöglich macht. Und viele Amerikaner leben von Paycheck zu Paycheck, von Gehaltszettel zu Gehaltszettel, würden gerne eigentlich sparen, bräuchten dafür Zinsen. Die gibt es aber nicht. Also kann man nicht sparen, kann man auch nicht fürs Alter sparen. Also denkt man sich, naja, dann haue ich die Kohle, die ich mal gerade in der Hand habe, eben wieder raus. Das ist natürlich schick, aber nicht im Sinne eines Aufbaus von Vermögen langfristig gesehen. Also wieder Fehlallokationen von Kapital, kann man sagen. Und schauen wir uns mal an, was jetzt mit diesem Schuldenzunahme hier angestellt wird. Hier sehen wir mal das Budgetdefizit der Amerikaner. Und wir sehen gleichzeitig hier dunkel gestrichelt die Anleiheemissionen. Also diese Schuldenaufnahme passiert eben durch die Emission von Staatsanleihen und die schießt geradezu durch die Decke. Deswegen ja lange die Sorge des Marktes, wer soll dieses ganze Angebot aufnehmen? Wer soll das kaufen, was da die Amerikaner an Anleihen emittieren? Aber ist all das wirklich jetzt so toll, wie wir zum Beispiel gesehen haben in den letzten Arbeitsmarktdaten am Karfreitag, die ja kamen? Fast 1 Million neue Jobs. Wenn wir uns mal anschauen, die Anzahl derjenigen in den USA, die wirklich Vollzeit arbeiten, also diejenigen, die Vollzeit arbeiten in Relation zur arbeitsfähigen Bevölkerung, da sind wir jetzt gerade mal bei 48%. Vor der Corona-Krise waren wir über 50%.
Nach wie vor also ist hier diese Erholung am Arbeitsmarkt nicht wirklich passiert. Das sehen wir auch an der sogenannten Participation Rate, also an der Quote derjenigen, die überhaupt noch nach Arbeit suchen. Die ist zwar seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise wieder ein bisschen gestiegen, aber noch weit entfernt eben von vor der Corona-Krise. Und diese tollen Jobs, die wir da am Freitag gesehen haben, über 900.000, was sind das für Jobs? Sind das neu geschaffene Jobs? Nein, das sind, wie Lance Robert hier richtig zeigt, das sind praktisch die Wiedereröffnung von irgendwelchen Dienstleistungsjobs, die normal sehr schlecht bezahlt sind. Also Bars, Restaurants, irgendwelche Geschichten, die eben, wo die Leute, was weiß ich, 10, 12 Dollar pro Stunde verdienen, also nicht wirklich reich werden. Also die Qualität dieses Booms, zumindest am Arbeitsmarkt, die ist nicht wirklich gegeben. Deswegen überschätzt man vielleicht auch den Boom in den USA. Natürlich haben wir, und auch weltweit, natürlich haben wir jetzt tolle Zahlen, Einkaufsmanager-Indizes, die ja immer zum Vormonat messen. Die schießen durch die Decke, aber kein Wunder, wenn vorher die Wirtschaft teilweise ja komplett geschlossen war, braucht man sich darüber nicht wirklich wundern. Was ist eigentlich mit über 10 Millionen Menschen in den USA? Die werden vermisst, by the way. Denn wir haben einen Zuwachs der Population in den USA, also der Bevölkerung seit 2009, nämlich die über 16-Jährigen von über 26 Millionen Menschen. Aber wir haben seitdem nur 10 Millionen neue Jobs gemacht. Irgendwo sind also 16 Millionen Arbeitslose oder arbeiten die schwarz oder was machen die? Die amerikanischen Statistiken sind so löchrig und lückenhaft wie das Gedächtnis von CSU-Politikern. Also da ist durchaus die Frage, wie stark ist dieser Aufschwung wirklich? Wir sehen jetzt Wunderzahlen, gar keine Frage. Möglicherweise sehen wir ja die Inflation, aber eben nicht das entsprechende Wirtschaftswachstum dazu, zumindest ab dritten und vierten Quartal. Zweites Quartal dürfte sehr gut werden, gar keine Frage. Und das nennt man dann eben Stagflation, wenn Inflation der Fall ist, aber eben nicht das entsprechende Wirtschaftswachstum. Noch ein paar andere Dinge, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse. China sagte, wir überlegen, ob wir einen Future-Markt für den Yuan hier einführen. Das wäre ein erster Schritt dafür, dass mehr Liquidität in den Yuan kommt, dass China, das ja ein Riesenproblem hat, nämlich keine wirklich relevante Währung zu haben im Gegensatz zu den Amerikanern. Wer den Dollar hat, hatte praktisch ja die unbegrenzte Atombombe. Also muss China versuchen, den Yuan in irgendeiner Form konkurrenzfähig zu machen. Das wäre der erste Schritt. Die Notenbank aus China, die People's Bank of China, hat das vorgeschlagen. Dann heute ein lustiges Event, ist in den sozialen Medien der ganz große Hit Uschi. Flinten-Uschi musste auf dem Sofa Platz nehmen, als man hier bei Erdogan war in der Türkei. Jetzt die Frage, die Türken sagen oder die Erdogan-Anhänger sagen, ja, das ist wegen der Pandemie. Andere sagen, das ist, weil Frauen da nicht hingehören aus Sicht von Erdogan und diesem patriarchalischen System. Die letztere Variante scheint durchaus treffender zu sein. Uschi hat ein bisschen betroffen reagiert und so, was soll das? Vor allem aber ihr Kollege, der Belgier, der hat sich dann ganz fleißig auf den Stuhl gesetzt und gedacht, ach, lass doch die Uschi mal auf dem Sofa sitzen, auch nicht schlecht. Wir sehen geopolitisch nochmal die Spannungen, Ukraine jetzt nehmen zu, Truppenaufmärsche der Russen, da ist wieder ein bisschen Stress, eben die beiden Regierungen hat sich da nicht so wirklich produktiv verhalten, hat man das Gefühl, die Russen reagieren, der Rubel fällt. Das ist ein Zeichen, dass da die geopolitischen Spannungen zunehmen, obwohl der Ölpreis deutlich gestiegen ist. Normal eine ziemlich parallele Entwicklung zwischen Rubel und Ölpreis. Und wir stehen wahrscheinlich vor einem kurzen, aber einheitlichen Lockdown hier in Deutschland. Das scheint schon klar zu sein, am Montag ja die berühmt-berüchtigte Konferenz zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Ministerpräsidenten in Deutschland. Mal sehen, was dann für Entscheidungen um 4.30 Uhr nachts wieder getroffen werden, die man dann vielleicht diesmal schon etwas früher zurücknehmen kann. Jedenfalls sehen wir hier, die Belegung der Intensivbetten geht deutlich nach oben. Man fürchtet eine Überlastung des Gesundheitssystems. Jetzt die Frage, was tun? Ich hatte eigentlich das Gefühl, viel mehr Lockdown als jetzt geht nicht, aber vielleicht können wir ihn noch ein bisschen einheitlicher machen. Das wäre doch dann eine fantastische Geschichte. Also, das ist die Situation. Nichts ist schlimmer, als wenn die Corona-Krise endet für die Aktienmärkte. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn die Fed nicht eingegriffen hätte. Wo stünden dann die Aktienmärkte heute? Stocks only go up, das ist das Mantra der Blasensozialisierten, aber es ist übergeordnet nicht die richtige Philosophie. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.